Was soll man am besten tun? Oh, warte, ich habe ja die Facecam an. Also machen wir The Binding of Isaac After Birth an. So. Ja. Ich kann mich erinnern, dass es anders aussah. Binding of Isaac The Birth. Ja. Willkommen zu einem Net Show. Ich habe es bei Weika8 Zock gesehen. Hat es unkommentiert gemacht, aber ich dachte, als ich es gesehen habe, so, Alter, Binding of Isaac im SNES oder Gameboy-Style? Warum denn nicht machen? Und ja, deswegen, die Idee ist so gesehen von dir geklaut. Ich hoffe, dass es in Ordnung ist. Vielleicht freust du dich, dass ich es mache. Wer weiß. Vielleicht haben genau deine Videos genau mich dazu gebracht, es zu spielen. Ja, ich spiele es auch mit Controller. Nur ist das natürlich ein bisschen anders und man hat weniger Steuerung. Man sieht es ja auch. Ich hoffe, der Sound ist nicht zu leise eingestellt. Ich glaube, ich könnte den noch ein bisschen lauter einstellen. Das mache ich auch einfach mal. Ja, das müsste dann auf jeden Fall passen. So. So, die Steuerung ist natürlich recht grundsätzlich einfach. Zwei Räume bisher probiert. Ich bekomme immer recht viel Schaden. Ich sollte echt eigentlich aufpassen. Frag mich, ob es auch sowas wie Devil Deals und so gibt. Ob so etwas überhaupt möglich ist. Ich weiß nicht mal, wie lange es geht. Das heißt, so gesehen, das ist ein blindes Net Show. Die Gegner kennt man, bloß die Steuerung ist sehr interessant. Und man kann. Ja. Nein, die Fliegen sind schlimm, das weiß ich. Ganz vorsichtig. Eigentlich ist jeder Gegner schlimmer als im normalen Teil, natürlich. Weil mit einer Scheißsteuerung kann jeder heftig sein. So. Ach du Scheiß, wie viele Räume denn noch? Wenigstens gehen die Fliegen nach drei Dingern down. Haben wir auch ein Startmenü? Nein, haben wir nicht. Schade. Was? Das ist Restart! Selected Restart. Alter. Zum Glück waren wir recht am Anfang. Scheiße. Bin auch jedes Mal ein anderer Seed zu sein. Wobei, so etwas wie Seeds gibt es hier sicherlich eh nicht. Ja, das ist eine Mod auf Game Jolt. Ich glaube, ich werde es auch unten verlinken. Sollte ich auch am besten. Was ist denn das? Tears Up! Das nenne ich doch mal nice. Noch Damage ab irgendwie. Ich weiß nicht, wie lange es geht. Ich weiß nicht, wie interessant es auch ist. Deswegen werde ich, glaube ich, nur einmal einen Let's Show davon machen. Was es zeigt mir, es hat auch mehr drauf. Aber ich glaube eher so nur standardmäßig halt. Ich weiß halt nicht, wann man die Bomben braucht. Wahrscheinlich wirklich nur für die Geheimräume. Aber Alter, bin ich aber ganz komisch reingekommen. Müssen ja Fliegen rauskommen, ne? Ja. Vielleicht spiele ich auch in nächster Zeit mal wieder ein bisschen Binding of Isaac Afterbirth. Das dann vielleicht in einem Stream und werde das dann hochladen. Vielleicht. Weil sonst bin ich jetzt nicht mehr so extremst drin. Ich benutze gerade eine andere Webcam. Richtung. Ich weiß nicht, ob die gut ist oder halt nicht. Weil es ist schwierig, darüber zu gucken. Andererseits seid ihr ungefähr auf meiner Höhe. Und ich sollte vielleicht ein bisschen aufs Gameplay achten, anstatt plötzlich. Boah, das ist ein bisschen blöd. Muss echt erst in die Richtung gucken, wo man hinschießen möchte, und dann darf man erst sich rumbewegen. Ungewohnt. So. Wenigstens scheinen die Gegner nicht gerade die Schlauesten zu sein. Aber das ist auch gut so. Das ist ja Debirth. Also Ungeburt oder wie auch immer. Geboren, aber nicht geboren, irgendwie. Joa, ein Bossraum. Alter. Scheiße, was ist mit denen? Alter, ich komme nicht annähernd hinterher. Schweige denn diese Herzen. Oh, jetzt lass dich besiegen. Oh.
Wir haben sogar Tiersab und das ist ein Problem, obwohl die nicht schwer sind. Bitte lass mich. Gut. Scheint dann der Boss zu sein, also der Durchgang. Item haben wir irgendwie offen. Noch ein Schaden, wir sind down. Da gibt es ja keinen Halbherzschaden, sondern anscheinend ganz. Oh, danke. Ach, man kann die Map natürlich nicht. Meine Gewohnheit, die Map ausdingsen zu lassen. Wir probieren es mal. Auf den ersten Ebenen sollte man es eh nicht probieren. A winner is you. Habe ich auf Start gedrückt. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen irritiert. Es könnte auch nur sein, dass es wirklich nur die erste Ebene gibt, weil das lustig ist, man lädt da nur die Excel runter. Wir probieren es einfach nochmal. Das Lustige ist, das normale Bildschirmchen ist da drüben so klein, dass ich sogar auf dem OBS spiele. Weil da wird es mir ja nochmal vergrößert. Weil sonst wäre es mir echt zu klein. Winner is you? Ist da wirklich nur eine Ebene? Wenn nicht, dann ist es nur ein kurzes Set-Show, aber ein interessantes. Also, dass man auf die Idee kommt, einfach ein gut aussehendes Spiel einfach auf solch eine Grafik runterzuschrauben. Halt einfach so alt aussehen zu lassen. In Anführungsstrichen alt. Health up. Das kann doch nicht sein, dass dann Schluss ist. Ich muss dann auf jeden Fall warten. Alter, manchmal kommt man in solche Räume rein und dann denke ich mir, wo habe ich da Schaden bekommen? Was? Das ist jetzt schon so wie in echt so. Wo habe ich Schaden bekommen? Verdammt, du Scheiße. Ja. Also auf jeden Fall interessant, mal das Spielsystem in kurz zu sehen. In klein. Gut, aber noch ein Herzchen. Ist noch so um. Alter, ich so gar nicht gewohnt bin. Komm dir nur auf einen Millimeter zu nah und schon BAM! Na gut, das ist ja normal so bei solcher. Solch eine Art von Spiel. Ja, ich benutze mir auch die. Die Tiers ab nicht so gespielt. Okay, das ist wieder derselbe Boss. Wahrscheinlich ist es halt echt auf minimiert, weil man muss halt schon sagen, der Boss ist an sich echt ultra schwierig. Was man gar nicht glauben will bei den Larry Juniors. So. Jetzt kommt, lass mich. Sowieso gerade, warum OBS immer unflüssiger wird. Das keinen Sinn ergibt. Obwohl da drüben alles schön flüssig läuft. Egal. Die ist halt so. OBS halt. Jetzt lass mich! Mann. Oh. Jetzt warte ich. Ich drück mal nicht auf Start. Das könnte halt echt alles gewesen sein. Ich gehe noch mal ins Spiel rein. Nee, danke. So kann man dann noch. Geht's uns? Ja, dann war's das schon. Ein kleines Let's Show. Zweimal durchgespielt sogar. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Auf jeden Fall interessant, mal Isaac auf das Minimum reduziert und dass das Spielsystem irgendwie immer noch funzt. Wir könnten theoretisch jetzt noch einmal nach Geheimräumen suchen, weil wir nicht umsonst haben wir doch Bomben, ne? Das wäre halt noch eine Möglichkeit. Stimmt. Vielleicht sollten wir einfach mal nach denen suchen. Komm, machen wir es jetzt noch. Versuchen zuerst mal rumzusuchen. Nach gucken wir, wo die Location sein könnte. Ein interessantes kleines Spiel.
aufs Minimum runtergetrieben. Die Gegner kennt man, ne? Ist genau das, was mir normal nicht passieren würde, aber hier halt. Tears up. Was ist denn da in sowas? Komm, töten wir uns. Ich habe das noch nicht gesehen. Ah, das ist sogar die Originalmusik. Ah. Okay, gut. Haben wir eigentlich alles ausgetestet? Ich weiß nicht, ob es Geheimräume gibt. Ich glaube, man kann das halt nur aufspringen, sonst eigentlich nicht. Halt für Gegner. Das könnte ich mir vorstellen. Naja, für den Boss. Stimmt, warum habe ich es nicht benutzt? Das wäre viel einfacher gewesen, gegen Larry Juniors mit Bomben. Na gut, trotzdem sage ich mal, vielen Dank, dass ihr bei dem kleinen, feinen Let's Show dabei wart. Und man sieht sich vielleicht zu irgendeinem anderen. Deswegen sage ich mal, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ciao.